Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von EVE Online. Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich habe eine neue Festplatte und die wird gerade das zweite Mal mit irgendwelchen Daten beschrieben. Ich habe vorhin einmal 2 GB testhalber auf die Festplatte rüber kopiert, um zu schauen, ob denn soweit alles in Ordnung ist. Datenübertragung war vollkommen in Ordnung. Und jetzt wird sie das erste Mal unter Belastung eingesetzt. Mal schauen, was da rauskommt. Oh, ich sehe gerade, da fehlt mir ein Fenster hier an der Seite. Das mag ich aber gar nicht. Ich brauche schon so ein kleines Übersichtsfenster, dass ich weiß, was ich denn hier noch mache. Dann muss ich mir das kurz anzeigen lassen. So, Einstellungen vollzogen. Gut, jetzt sollte theoretisch auch keine oder nur noch sehr selten irgendwelche Aufnahmeabbrüche kommen. Wir werden sehen, wie gut es läuft. Es sollte alles in Ordnung sein. Ich bin wirklich bisher super zufrieden damit. Ich habe mir heute was überlegt. Wir werden mit erstmal weiter scannen gehen mit unserer Vexor. Dazu behalten wir das Loot erstmal im Frachtraum. Ja, wir behalten das Loot erstmal im Frachtraum. Das ist jetzt nicht so viel. Es sind 2,1 Millionen, das ist schon ein bisschen was. Komm, das laden wir ab. Bevor wir es dann hinterher doch verlieren, laden wir das hier ab. Ich meine, wenn wir hier auf Besitz gucken, auf Fay sehen wir das ja, dass dann hier unser Zeug rumliegt. Das heißt, das müssen wir dann hinterher nur abholen. Das heißt, wir docken jetzt ab und fangen dann direkt an zu scannen. Währenddessen dachte ich mir, erzähle ich was. Also die erste Neuerung, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist, ich habe einen sogenannten Public Channel für die Kooperation Aurora Armaments eingerichtet. Das heißt, in diesen Channel kann wirklich jeder einfach rein, der EVE spielt. Also wenn ihr EVE spielt, könnt ihr ruhig den Channel joinen, dann können wir uns dort unterhalten, vielleicht auch irgendwelche Kooperationssachen regeln, also jetzt nicht in der Sinne von der Corporation, sondern im Sinne von Kooperation, ja, dass man zusammenarbeitet. Vielleicht finden sich ja einige Industriekorps, die halt eben mit meiner Korb, beziehungsweise, ja, ich bin ja mehr so nur der Hauptverwalter, die Regelungen und was genau abläuft, machen ja die anderen Spieler selber. Dass man da was abspricht, was zusammen macht. Vielleicht kann man dann auch Industriezweige, Händler aufbauen. Wie gesagt, wenn ihr das seht, Aurama Public, so heißt der Channel, joint ihm und dort können wir uns unterhalten, wenn ich online bin. Wie gesagt, machen tue ich allerdings nur was während der Aufnahme. Das heißt, ich stehe dann auf der Station und bin dumm rum. Oder wenn irgendwas gemacht wird, dann fliege ich vielleicht mal von A nach B, aber ich mache nichts wirklich ohne Aufnahme. So, dann schmeiße ich hier schon mal die Scan-Sonden raus. Das erste Mal werde ich nochmal zur Wiederholung erklären, was ich denn alles mache. Und danach gehe ich in mein Thema über, was momentan sehr interessant ist und auch aktuell, was ich deswegen halt gerne ansprechen würde. Ja, wir haben 4, habe ich gesehen. So, Sonnensystem, einmal raussonnen. Och, jetzt fängt das hier an, dass ich mit totaler Scanner, so. Also irgendwie, jetzt fängt das direkt gut an. Ich bin auch leicht erkältet. Ich weiß nicht, ob man mir das anhört. Also ich werde wahrscheinlich ab und zu mal verschwinden zum Husten. Das muss ich jetzt leider schon mal ankündigen. Das, ich merke halt eben dieses Kratzen im Hals. Das ist alles andere als schön. Aber ich dachte mir halt, jetzt wo ich die neue Festplatte habe, da kann ich mit der neuen Aufnahme einfach nicht warten. Da habe ich mich einfach zu sehr drüber gefreut, über die Festplatte. Und das muss ich direkt einfach ausnutzen. Also wir stellen erstmal die Sonden wieder auf eine Größe ein, sodass wir das gesamte System mit den Sonden erreichen. Das ganze System heißt dabei der äußerste Planetenring. Das ist das gesamte System. Manchmal ist so ein Gate auch außerhalb davon, aber Signaturen erscheinen nur um Planeten herum, Planetenbahnen. So, hier sehen wir jetzt gerade, haben wir eine kosmische Signatur erscannt. Die hat den Namen KKK-394 und die werden wir jetzt versuchen, näher oder weiter auszuscannen. Dazu verschieben wir mit Shift können wir die gesamten Sonden gleichzeitig verlegen, das heißt also alle Sonden gleichzeitig in die gleiche Richtung bewegen. Wenn wir Shift nicht drücken würden, würden wir nur einzelne Sonden bewegen. Macht halt eben schneller, wenn wir das Ganze mit Shift machen. Ja, für viele ist das Wiederholung. Jetzt haben wir hier einen Kreis. Ein Kreis bedeutet, 2 unserer Scan-Sonden haben den Punkt in ihrer Reichweite. Jetzt verlegen wir die Sonden so, dass wir in diesem Überlappungsbereich, den wir in der Mitte kreiert haben, dort den gesamten Kreis drin haben nach Möglichkeit. Ja, jetzt ist der gesamte Kreis, wie man hier sieht, in diesem Überlappungsbereich drin. Das heißt, alle 4 Sonden sollten als nächstes die Signatur erscannt haben oder zumindest die ungefähre Position haben, womit wir dann nur noch einen einzelnen Punkt haben. Und sobald wir einen einzelnen Punkt haben, können wir die Entfernung runtergehen. Oh, ich sehe gerade, dass der neueste Patch, der gekommen ist, also online gestellt wurde, hat einiges an Änderungen mitgebracht.
Wie ich sehe, die Entfernungen wurden angepasst. Also im deutschen Klärten steht jetzt hier AE, also astronomische Einheit und nicht AU wie sonst. Oh, wie ich sehe, sind unsere Sonden anscheinend zu klein, dass wir das vernünftig machen können. Dann gehe ich doch mal eine Nummer größer. So, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen runter. So, ja. Das sehe ich jetzt gerade als Änderung. Dann wurden vorbereitend, das müsste man hier im Korbchat sehen, ja. Hier sieht man dann, dass die Infanterie für die Chatkanäle hinzugefügt wurde. Also man sieht jetzt immer, wie viele Kapselpiloten online sind und wie viele Infanteristen für die Implementierung von Dust. So, jetzt sehen wir, hier haben wir nur noch einen einzelnen Punkt. Dann gehe ich jetzt runter auf 8 AU. Schiebe ich das wieder so in die Mitte. Da sieht man mit Shift nämlich schön hier diesen genauen Mittelpunkt. Da lege ich das rein und danach mit Alt kann ich alle Sonden zu diesem Mittelpunkt halt verschieben oder halt eben entfernen. Wie man hier sieht. Alle gleichzeitig. Dann kreiere ich wieder in der Mitte einen Überlappungsraum. Und danach, na gut, jetzt ist natürlich der Punkt hier oben. Dann verschieben wir jetzt die Sonden erstmal wieder hier hoch, so dass das ungefähr wieder auf einer Höhe ist. Und danach hier wieder in die Mitte rein. Da wurde es sich überlappt. Genau. Und dann wieder scannen. Also AE hatten wir, dann hier Infanteristen, die man hier sieht, die im Chat sind. Gerade im Korb-Chat. Dann gibt es neue Ausrüstungen. Wo hatten wir das denn jetzt? Ich glaube unter Infantry Gear. Genau, da ist das. Das haben wir also die ganzen Sachen, die wir hier brauchen oder später die Dust-Spieler brauchen. Das soll ja alles auch mit dem Markt alles verbunden werden. Das heißt, dass die EVE-Spieler die ganzen Sachen für Dust herstellen und dann hinterher auch verkaufen auf dem Markt und dass da richtige Interaktion besteht. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Oh, was haben wir denn hier? Achso, das war unser Serpentis-Posten. Serpentis-Vieh-Außenposten, den wir letztes Mal erscannt haben. Den kann ich eigentlich hier auch mal entfernen. Weil den haben wir ja letztes Mal nicht geschafft. Also wir haben ihn zwar schon geschafft, aber waren nicht rechtzeitig da, um das Loot uns abzugreifen. Und da brauchen wir den ja jetzt nicht in unseren Bookmarks haben und das damit zuspammen. Auf jeden Fall, dieser Patch hat halt eben schon vieles vorbereitend für die Implementierung von Dust eingeführt. Das wird sehr spannend, was denn da noch weiteres kommt. Im nächsten Patch wird es, der nächste große Patch, der angekündigt ist, ist halt immer das Winter-Update. Winter-Update ist immer ganz wichtig, deswegen heißt es in EVE auch gerne immer Winter is coming. Im Winter, es gibt immer ja zwei Add-on-Phasen bei EVE. Das Sommer-Update oder das Sommer-Add-on und das Winter-Add-on. Das Winter-Add-on ist traditionell immer das, wo die großen Sachen eingeführt werden, wo der neue Content kommt, wo neue Schiffe eingeführt werden, wo alle sagen so, wow. Das Sommer-Add-on ist im Prinzip zwar eine Verbesserung von dem, ja, das kann man so auch nicht sagen. Also es, dort wird in der Regel, also da werden viele Fehler, die eventuell noch im Winter-Update da sind oder Balancing-Probleme, die man festgestellt hat, die man so nicht beachtet hat, werden dort ausgemerzt. Gerade weil nun EVE ist nun mal sowas, da versuchen die Spieler wirklich alles, um das zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen. Da gibt es dann Leute, die, sobald ein Add-on kommt, ein Patch oder sonst irgendwelche Neuerungen, die sitzen dann Stunden, tagelang daran und versuchen, den irgendwie auszunutzen zu ihrem eigenen Vorteil. Und da kann man nicht immer alles bedenken, auch wenn man sich Mühe gibt. Okay, jetzt passt das hier nicht ganz, das heißt, ich muss den Überlappungsraum ein bisschen größer machen. Mit Alt, ein bisschen größer machen, näher zusammenschieben, dadurch wird der Überlappungsraum größer. So, dass ich dann hier alles drin habe. Beide Punkte sind jetzt hellrot, das heißt, sie sind drin. Scan. Ja, und wenn dann halt eben das live geschaltet wird, dann irgendwann findet dann ein Spieler doch einen Exploit, der dann zwar kein Exploit ist, weil die Game-Mechanik das zulässt. Deswegen kriegen die Spieler dann in der Regel nur ein Du-Du-Du, böser Junge. Und ja, dann wird das im nächsten Add-on dann oder Patch verbessert. Und daher ist das Sommer-Update meistens nie so knülle, außerdem irgendwann muss CCP, die Mitarbeiter ja auch mal Urlaub machen. Das ist dann alles im Sommer und das Sommer-Update oder Add-on ist halt eben nie so berauschend wie das Winter-Add-on. Deswegen auf das Winter-Add-on können wir uns schon richtig freuen. Da gibt's nämlich zum einen eine neue Mining-Fregatte, das heißt ein neues Mining-Schiff wird eingefügt. Das ist das kleinste Schiff, womit man vernünftig minern kann, hat ein extra Cargo geholt. Es wird plus 2 Warp-Stärke kriegen. Das heißt also, das kann man deutlich schlechter Warp-Scramblen oder Warp-Disrupten. Gerade wenn man dann im Low-Sec oder 0-0 unterwegs ist, kann das richtig gut sein. Wenn man, also es gibt Module, die einen am Warpen hindern, also dass man wegkommt. Das sind dann die Warp-Disrupter oder Warp-Scrambler. Das zeige ich mal eben im Markt. Hier, Schiffsausrüstung. Dann elektronische Kriegsführung.
Warp Jammer. Dann haben wir einmal den Warp Disruptor. Okay, hier sind die Marktdaten. Warp Disruptor, da. Der hat eine Warp-Störungsstärke von 1. Jedes Schiff hat standardmäßig eine Warp-Stärke von 1. Oh, was haben wir hier? Eine unbekannte Signatur. Das könnte vielleicht tatsächlich wieder ein Plex werden. Ich hoffe, diesmal sitzt da keiner drin. Das wäre natürlich genial. Wenn wir Pech haben, ist es ein Wurmloch. Damit können wir nichts anfangen. So, jetzt verschiebe ich das wieder so alles in den Überlappungsraum und los geht's. Also, jedes Schiff hat standardmäßig eine Warp-Stärke von 1. Und der Warp-Disruptor reduziert diese eine Warp-Stärke. Dadurch komme ich nicht mehr wegwarpen, weil wenn ich eine Warp-Stärke von 0 oder weniger habe, kann ich nicht mehr warpen. Der Warp-Scrambler, also mit der Mining-Fregatte mit plus 2 Warp-Stärke, habe ich also eine Warp-Stärke von 3. Minus 1 habe ich nur noch 2. Kann ich immer noch warpen. Warp-Scrambler hat eine Warp-Störungsstärke von 2 Punkten. Da ich ja 3 Warp-Stärke habe, minus 2 macht 1. Kann ich immer noch warpen. Das heißt also, wenn nur ein Schiff dort sein sollte, was mich versucht am Warpen zu hindern, komme ich in der Regel noch weg. Das ist sehr schön halt eben fürs Ninja-Mining, sogenannte Ninja-Mining. Ich gehe halt ins 0-0, ins Low-Sec, da wo es gefährlich ist, Miner, und wenn dann irgendwo ein Feind kommt, der versucht mich am Warpen wegzuhindern, ja, ich komme ja meistens trotzdem weg. Heißt, ich kann immer noch dann zur Station warpen, docken und warten, bis er wieder weg ist. Ist also alles super. Plus hat dann noch Bonus auf Mining, also es wird schon sehr interessant. Besonders interessant für mich jetzt, weil ich ja kein Miner bin. Oh, wir haben ein instabiles Wurmloch. Okay, das brauchen wir nicht. Damit haben wir das System ausgescannt und wir können uns danach ins nächste fortbewegen. Das wird sein Deltole, ist das, glaube ich. Ich wollte ja nach Koleli. Da muss ich nochmal eingeben. F10. Hier die Bussi-Konsole. Da, Weltraum. Kol. Genau, Kol. Nee, das ist es nicht. Kol. Da, Koleli. So heißt es. Da wollte ich hin. Das ist durch Deltole. Warp-Antrieb aktiv. Hier können wir schon mal nachladen. F10 wieder drücken, damit wir hier rauskommen und gut ist. Ja, dann gibt es noch für mich als Spieler oder PvPler oder sonst was, gibt es 4 neue Zerstörer. Bisher hat das Spiel für jede Fraktion einen Zerstörer. Schiffe. Zerstörer, Standardzerstörer. Also hier bei dem Amar ist es die Corsairer, wie man hier sieht. Dann die, bei den Kadari die Cormorant. Galente haben die Catalyst und allerdings noch sogenannte Paint Jobs, die auch eingeführt wurden. Das sind halt Schiffe, die eine andere Farbe haben. Das kann man hier jetzt gut sehen. Also das ist die Standard Catalyst, wie sie halt aussieht. Dieses Galente, Grün, Blau oder was das ist. Und dann gibt es halt eben die noch in anderen Paint Jobs. Ich weiß nicht genau, wie das sein soll, also wie das dann laufen soll. Plus halt eben auch das andere Logo. Ich habe es eben gesehen. Da, hier sieht man das Logo der jeweiligen Kooperation, also in dem Fall Aljestra. Wenn wir jetzt hier bei Inner Zone gehen, na, sieht man hier das Inner Zone Logo plus halt eben dieses orangene. Wenn wir jetzt in Taki Syndicate gehen, ist auch so ein Schwarz, hier haben wir deren Logo. Das hat eben andere Paintjobs. Ich vermute mal, dass das so die erste Einführung ist, das hatten die ja auch mal angedacht, dass sie das machen wollen, dass man... Ich warp mal zu irgendeinem Planeten, weil das letztes Mal angesprochen wurde, dass ich ja einfach so an einem Gate stand, obwohl rote da rum sind und gelbe Unterlegte im Overview, den man gesehen hat, ich einfach seelenruhig da rumgestanden habe. Da ist wieder so ein gelber. Ja, das liegt daran, ich mit meiner Vexor, ich bin ein relativ uninteressantes Ziel. Ja, ich meine, ich habe nichts Wertvolles geladen. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass mich da jemand ganken würde. Ja, kann passieren. Kann wirklich passieren, dass jemand einfach Spaß dran hat. Aber ich selber halte das für ein relativ geringes Risiko. Aber gut, wenn dann deswegen einige Leute sich hier deswegen ins Höschen machen, dann kann ich auch zu einem Planeten warpen und von dort aus dann mich beispielsweise zum nächsten Gate alignen und dann nach und nach wegfliegen. Dann haben wir zumindest am Gate keine Roten, die uns dann plötzlich angreifen könnten. Oh, lassen wir wieder die Sonden raus und dann geht das ganze Spielchen wieder von vorne los. Mit dem nächsten System. So, da sind die 4 Sonden draußen. Wir schmeißen wieder die Karte an über dieses Symbol. Jetzt müssen wir schauen, wie groß denn die Sonden sein müssen, weil das System sieht ein bisschen größer aus. Mal gucken, ob 16 AU reichen. Ja, reichen auch schon 8. Ne, 8 wären zu klein. Ne, bleiben wir bei 16. So, bewegen wir hier mal von dem Planeten weg. Alles wieder mit Shift in die Mitte und dann das gleiche Spielchen wieder von vorne mit dem Überlappungsraum. Kennen wir ja alles.